Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das Licht ist ein bisschen schlecht, es ist nämlich auch ein bisschen spät. Ja, unser Baum steht natürlich noch. Weihnachten ist nämlich noch nicht so lange her und unten drunter stehen auch alle Geschenke noch. Und ich fange jetzt mal einen Koffer zu packen. Wird auch langsam mal Zeit. Wir fahren nämlich morgen sehr früh los ins Legoland. Ach so, ja, wir fahren ins Legoland. Das ist der Inhalt des Videos. Wird ein Vlog. Also wir sind 2 Nächte da in so einem Hotel dort und haben halt für 2 Tage den Eintritt. Ja, genau. Und ich dachte jetzt so ein paar Stunden vorher sollte man am Anfang mit packen. Ja, ich denke mal, das sind jetzt 2 mittelgroße Koffer. Das reicht für die Dauer. Ich habe übrigens, also meine Outfit-Kombi ist heute richtig Katastrophe von Farben. Aber ich wollte euch mein Weihnachtsgeschenk zeigen. Diese Schuhe, die habe ich an. Ja, und dann habe ich, was ich gleich noch einpacken werde, solche Thermo-Leggings bekommen, die für irgendwie angeblich minus 20 Grad oder so sind. Die werde ich auf jeden Fall da drunter ziehen. Alle beide, die habe ich gestern noch schnell gewaschen, ist aber trocken. Ja, ich glaube, ich werde mich einfach hier bei dieser Menge an Wäsche bedienen. Ich habe extra wirklich gestern noch auf den letzten Drücker alles gewaschen. Ach, heute sogar noch Karls Jacke und sowas. Weil irgendwie sind wir jetzt ein bisschen sehr langsam gewesen, was so diese Vorbereitung angeht. So, und jetzt muss ich mich erstmal strukturieren und dann wird gepackt. Natürlich packe ich das Ninjago-Set auch ein. Das kann er dann irgendwie anziehen. Dort passend. Was ich halt übel schwierig finde, wir brauchen halt richtig viel so, also eine Matschhose, beziehungsweise, also es wird ja eigentlich nicht schneien, aber trotzdem so eine warme Skihose. Also wir müssen uns halt richtig so auf dieses, wir laufen da draußen in diesem Park halt rum und sind halt auch länger draußen und es könnte regnen, aber die Chance ist eher gering. Aber es könnte, also wir können nass werden, wir brauchen Wechselsachen. Es ist so richtig so ein ordentliches warmes Outfit plus noch Zeug zum drüberziehen. Eine Skijacke und eine Skihose und Gummistiefel und dann dafür natürlich lange Socken, dies, das. Also ich glaube, es wird halt richtig viel, was so viel Platz braucht, aber an sich nur eine Sache so ist. Also wenn Karl hier schon einen Koffer füllt, wie sollen Tim und ich denn dann mit diesem Koffer hinkommen? So. Aber ich meine, wir haben keine Skihose, keine Ersatzjacke, keine Gummistiefel. Ja, also ich glaube, wir haben halt weniger, aber dafür sind unsere Sachen halt größer. Also ich meine, hier ist auch noch ein bisschen Platz, hier kann ich noch was reinquetschen, aber wird wild. Und das ist ja nicht mal alles. Da fehlen noch Kuscheltiere und. Aber ja, ich habe gesagt, wir brauchen nur 2 kleine Koffer. So, also wir sind schon mal am richtigen Ort. Ihr könnt zumindest das Schild sehen. Wir sind einmal in den Ort reingefahren. Ja, wir sind übel gut vorangekommen. Wir wollten 14:30 da sein, hatten Puffer und eine Pause eingeplant und wir haben 3 Pausen gemacht, glaube ich, also 3-mal angehalten. Oh, 3 kurze noch. Ja, 3 kurze, aber waren jetzt hier noch mal in einem Laden und haben nochmal so Getränke, so kleine Flaschen und Snacks geholt und haben getankt und alles und es ist jetzt 13:30. Also sind wir trotzdem noch viel früher und also Verkehr, das war ja easy, wir sind ja voll gut durchgekommen und alles. Und jetzt gucken wir mal, ob unser Zimmer überhaupt schon halt frei ist, weil eigentlich kann man ab 15:30 einchecken, aber wenn man Glück hat, wird es halt eher frei, das Zimmer. Deswegen müssen wir dann mal schauen. Wir fahren jetzt noch 8 Minuten und dann gucken wir uns mal um, was da so Sache ist. Wo sind wir? Legoland. Versuchen wir jetzt unser Zimmer vorzeitig zu kriegen. Und da gibt es einfach eine riesen Weihnachtskugel. Was ist das denn? Ich sehe unser Hotel da hinten. Da. Da sind diese Burgen. Ich hoffe, dass man da zumindest mal zum Ausladen hinfahren kann. Weil der andere Parkplatz ist nämlich irgendwie ganz weit hinten. So, jetzt haben wir nochmal unsere Unterkunft in ordentlich. Wir sind in der rechten Burg. Und hier rechts ist scheinbar der... Ach, guck mal, von der Drachenburg ist der Parkplatz irgendwo... Ne, hier rechts. Die sehen aber klein aus, die Burgen. Ja. Ich hoffe, sie sehen aus, als könnten sie nicht parken gefühlt. Hier ist ein Parkplatz. Ja. Oh, nein. Ja, toll. Ja, okay, wir suchen erstmal noch ein bisschen. Ich wollte gerade mal zeigen, dass hier einfach nichts los ist. Hier sind keine Menschen und wir müssen jetzt 10 Minuten laufen. Guck, hier ist das Fandorf. Wo sind die 63? Hier ist der Eingang.
Ja, wo ist denn deine 63? 56 meine ich. Alter, du in Zahlen, ey. Echt. Wir könnten eigentlich mal die Story von vorhin erzählen. Also, Tim wollte, dass ich bei Mobile nach einem C63 gucke. Und wir hatten vorher bei Mobile ganz viele Filter drin, weil wir nach was ganz anderem Speziellen geguckt hatten. Und auch so also wirklich von Anzahl Türen bis Anzahl Sitzplätze, alles Mögliche drin. Und dann waren da immer noch irgendwelche Filter drin und es kam irgendwie so ein Ergebnis und dann sechs Ergebnisse. Und ich dachte mir so, hä, wieso sind das... Oh mein Gott. Hörst du das? Das ist eine Achterbahn. Ach du Scheiße. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert und dann bin ich auf die Ergebnisse und da waren nur so ältere Autos und ich dachte, hey, was habe ich denn falsch gemacht? Und habe mich die ganze Zeit gewundert, bis mir aufgefallen ist, dass ich nach einem C36 gesucht habe. Was, also ich wusste gar nicht, dass das existiert, aber es war ziemlich lustig. Und dann war das halt auch irgendwie klar, warum es nur so wenig gab. Weil bei C63 war ich dann gleich bei 1500 Ergebnissen oder so. Wo geht's hin? Ich komme gleich wieder rein. Ich wollte nur wissen, wo du hinfliegst. Hm? Wir fliegen jetzt. Ich bin Reinhard bei der Paw Patrol, der sich immer mal in seinem Heißluftballon verfliegt. Aber wir verfliegen uns nicht. Ja. Kali, hast du schon was getroffen? Nein. Ich meine ja auch Karl. Warte. Guck mal, du hast... Oh mein Gott, wir drehen uns. Wir drehen. Ihr macht es ganz toll, wirklich. Wie ist der Score? Ich wollte eine Runde bis zu euch fahren, aber das Ding war irgendwie langsam. Wir haben es geschafft? Ja. Was ist das denn hier? Was ist das? Was ist das? Eine Artischocke? Keine Ahnung. Wo geht's jetzt hin? Ach, hier ist so ein Lasergitter. Da müssen wir drunter. Was ist denn hier? Ich gucke. Check ich. Wenn der Laser an ist, musst du anhalten. Und wenn der Laser ausgeht, dann kannst du gehen. Und wenn man rankommt, dann macht's piep. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ja. Bam. So etwas baust du, Mami? Nix. So, wir sortieren uns jetzt, sind wieder an unseren Unterkünften, die richtig schön beleuchtet sind. Hier haben wir einen Tisch reserviert für Abendessen. Hier ist unsere Burg und werden gleich uns mal auf den Weg machen. Das macht ihr ganz toll, wirklich. Auf dem Ding steckt ein Apfel und auf dem einfach eine Platte. Hier, dein Geheimschlüssel. Danke. Jetzt können wir... Was? Oh, ja, wow, das identifiziere ich definitiv nicht als Fahrstuhl. Hast du unser Zimmer gefunden? Hast du gesagt, ja, ich habe die Karte. So, hier ist es ultra warm. Ich finde das voll gut. Und ich habe sogar eine Maske auf meinem Bett. Unten noch. Eine Maske. Maske? Ja. Ja? Maske. Hey, cool. Hier gibt es also... Wofür ist das? Was ist das? Das ist ein Tresor. Ein Tresor. Hey, voll cool. Hier ist ein Weihnachtsbaum. Das ist ja richtig... Also, es ist alles sehr wild, ne? Hier sind so viele... Hier ist alles so bunt. Gibt es hier auch Licht? Hier ist das Bad.
Oh, das Bad hat sein Licht hier. Das ist sehr cool gemacht. Nicht schlecht. So, warte. Ja. Ist das Fenster angekippt? Mami, Leute, guckt mal. Ich hab eine Lego-Kiste. Eine Lego-Kiste. Oha, kannst du damit spielen? Ja. So, das ist der Winterplan und ich wollte jetzt mal zeigen, wo wir jetzt waren. Also wir kamen von hier hinten halt gelaufen und hier bei den Attraktionen, also diese große Achterbahn, da durfte Karl von der Körpergröße her noch nicht drauf. Und das hier wollte er nicht, das war wie so ein Freefall, aber nicht so schlimm. Und hier waren wir in dem Bereich. Dann waren wir hier in dem Bereich und dann sind wir, also hier ist diese Mini-Welt, wo alle möglichen Sachen, so Gebäude, was man hier halt so sieht, in klein aufgebaut sind. Da waren wir auch noch gewesen. Dieses Ding hier ist ja jetzt so ausgegraut, aber das hatte auch offen, das war so ein Kletterding, da waren wir auch noch zum Schluss. Für morgen ist dann hier hinten der ganze Bereich, wo wir halt überall noch nicht waren und dann hier drüben noch dieses, also hier ist ein Ninjago und so. Also an sich denke ich mal, dass es hier dann auch noch mehr zu tun und zu machen gibt als jetzt, weil hier, das war jetzt nur wirklich alles zum Anschauen, aber es war richtig, richtig cool, so mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Wir gehen jetzt zurück in unsere Burg. Wir waren hier gerade essen. Wie hat es euch geschmeckt? Lecker. War lecker. Also ich fand es auch sehr lecker und ich fand auch den Preis voll in Ordnung. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Sehr gut. Ich finde es hier wirklich schön. Was ich sagen wollte, ich finde es krass, wie gut die Auswahl in dem Restaurant war, also wie groß. Wie vielseitig auch so, also dafür, dass es halt immer noch ein Freizeitpark ist, aber es ist halt dann andererseits auch dieser Hotelfaktor. Ist der Drache aus Lego? Hier ist alles aus Lego. Tschüss. Tschüss. Nein. Schönen guten Morgen, nächster Tag und heute sind wir den kompletten Tag hier. Was ich euch mal zeigen wollte, heute Nacht bin ich von einem ultralauten Geräusch wach geworden und es klang, also was ich hier gehört habe, war, dass Lego-Steine irgendwo runtergefallen sind. Ich dachte mir so, Alter, was kann hier aus Lego runterfallen? Ja, und erst hatte ich ein bisschen Angst, dass das Vieh hier kaputt gegangen ist und wir hätten es aufbauen müssen wieder, aber hier hing so Deko und die ist halt einfach runtergefallen und die Steine sind rausgefallen. Es war wirklich ultralaut. Ich habe sogar erst noch das eine ist im Bad, aber das andere kann ich euch zeigen. Hier hängen ja auch so Lego-Skulpturen. Im Bad hängt so ein Schwert und hier hängt das. Wenn sowas runtergekommen wäre, Alter, das wäre richtig wild gewesen. Na, jedenfalls gehen wir gleich frühstücken. Wir haben die zeitige Frühstückszeit gebucht, damit wir viel vom Tag haben. Und die beginnt in 3 Minuten oder so. Und dann machen wir uns gleich auf den Weg. Und ich gucke mir jetzt hier mal diese Deko an, ob ich da irgendwas retten kann. Es war auf jeden Fall wirklich, also es war so laut, Karl und ich sind davon aufgewacht. Ach du meine Güte. Das ist, also ich muss ich halt schon sagen, es ist schon ein bisschen gruselig, ne?
wir zeigen euch jetzt mal noch unsere Ausbeute. Das ist allerdings das Gratisgeschenk, was es in diesem Store scheinbar dazu gab. Hat einen Einkauf von 30 Euro. Okay, also das ist halt so eine Insel und Müll. Das, was eigentlich gekauft wurde, ist ein Müllauto mit Mülltonnen. Ah, da ist dann... Aha, verstehe. Und dann, wie holt das den Müll da raus? Das geht nicht, deswegen macht man das einfach so. Und dann... Okay, warte, warte. Ich zeig dir's. Das ist ja cool. Wir waren ja auch noch in so einem Ersatzteile-Shop. Tim hatte eigentlich ein Ersatzteil gesucht und das dort aber nicht gefunden. Das meinte ich. Ich wollte sagen, dass wir nicht das gefunden haben, das wir eigentlich geholt haben, sondern und ein paar andere coole Sachen gekauft. Ja, ich glaube, Karl hat einen Teil davon mitbekommen und Tim hat es irgendwie gar nicht so richtig gesehen. Ich habe da irgendwelche, also da waren zum einen Teile mit Kilopreis und zum anderen Teile mit Stückpreis. Die Betten hier sind übrigens, also in dieser Burg, wo wir sind, finde ich jetzt eher nicht so bequem, muss ich sagen. Nein, die Betten sind halt weich. Guck mal, was ist das hier? Ja, also das hier sind erstmal die Stückpreisteile. Ach, ist auch offen. Da haben wir Tiere mitgenommen. Hä? Warte, Kali, das passt so. Einmal haben wir einen... Laternenfisch? Ja. Und einen Adler. Huch. Ein Schaf und ein Schwein. Okay, hat man alles nicht ordentlich gesehen. Auf jeden Fall sehr süß. Und so, und jetzt haben wir noch süße Kleinteile, die mit, wo es nach Kilopreis ging. Hä? Bäume? Ja, ich hab Bäume mitgenommen. Jetzt bin ich gespannt. Was ist das? Ah ja, das gehört zu so einer Blume. Da sind mehrere Teile. Das glitzert. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. So, dann haben wir hier einen Orangensaft. Eine Sonnencreme, die anscheinend bei diesem Set mit der Insel auch dabei ist. Käse. Ja, ein und richtiges hier süßes. Noch Glitzersteine. Dann haben wir einen Marienkäfer, der wow. ist so süß. Ein Spiegelei. Schokolade, lecker. Genau, das, ich finde das so niedlich. Und die rosa Glitzersteine, rosa lila. Also das ist lila ist Karls Lieblingsfarbe und ja, die kannst du so alle zusammenstecken und dann wird da irgendwie eine Blume draus. Weißt du? Oder irgendwas, keine Ahnung. Dann können wir in die Mitte den Marienkäfer setzen. Sehr schön. Huch, ich hab's zerstört. Naja, jedenfalls ist das und unsere Ausbeute. Haben wir. Ja, kurz vor der Abreise. Wir sind gerade schon dabei, uns zu sortieren, haben alles hier so halbwegs schon mal eingepackt. Karl hat hier Kunstwerke gebaut. Hier stand so eine Kiste mit Lego. Und hier ist so eine Platte, die haben wir jetzt hier festgemacht. Wir sortieren uns auf jeden Fall hier gerade und haben schon ziemlich gut alles eingepackt. Also es muss jetzt wirklich nur noch mal überall alles kontrolliert werden. Das machst auch nur du. Was denn? Im Hotel die Betten. Ja, damit es nicht aussieht, als wären wir die da. Ach ja, wir haben auch das Rätsel von diesem Zahlenschloss gelöst. Da stand so ein Rätsel, wo man dann Sachen rausfinden muss. Auf jeden Fall haben wir das jetzt rausgetan, was da drinnen war. Das können wir euch vielleicht später nochmal zeigen. So, wir fahren, aber noch nicht so weit. Wir fahren erstmal nur zur Rezeption vor. Ich wollte jetzt nochmal bei schönem Sonnenschein die Burgen hier zeigen, aber unsere wir Scheibe ist halt nass. Kannst du mal sagen. Und ich spiele auf dem großen Piratenschiff. Wir fragen jetzt, ob das Piratengolf, also das Minigolf, ob wir das jetzt spielen können, weil das steht halt abhängig vom Wetter. Und wenn, muss man sich das Zeug an die Rezeption ausleihen und da können wir nochmal parken. Und dann können wir da vorne, wo die anderen Hotelanlagen sind, die jetzt zu sind, da ist so ein riesiges Piratenschiff zum Spielen. Also wie so zum Klettern und sowas. Und da wollte Karl die ganze Zeit schon mal drauf und wir haben ja jetzt eigentlich keinen Stress. Es ist recht früh und ja, wir haben halt eigentlich nichts vor, außer halt nach Hause zu fahren. So. Wollen wir spielen das? Wir gehen jetzt Minigolf spielen. Ist das die 1? Das ist die 1. Und wo ist der Platz, wo man stehen muss? Hier. Okay, machst du vor? Ich kann das aber nicht. Okay, dann ich. Ich würde sagen Naturtalent. Thank you.
So, das ist die finale Bahn. Wir haben es gleich geschafft. Wohin denn? Wo ist denn das Loch? Kai, wir müssen erstmal das Loch suchen. Hinter der Truhe, okay. Boah, ich sehe einfach gar nichts. Warte, ich gehe mal rum. Auf jeden Fall sind wir hier gerade bei dem Piratenschiff. Und ich versuche. Es ist einfach so hell. Warte, warte, warte. Da. Oh. Ich sehe mich jetzt hier nämlich eher weniger hochklettern. Aber wo ist Tim? Oh Gott, wieso tue ich das? Da bist du! Komm! Hab dich! Mich? Ja. So, wir sind auf dem Rückweg. Und ja, also was wir auf jeden Fall schon gesagt haben, wir kommen nochmal wieder. Aber bei wärmeren Temperaturen, wo dann auch Sommersaison so der komplette Park offen hat. Also die Unterkunft war, ich würde jetzt sagen, in Ordnung. Also ich fand es halt schön, wie das dekoriert war. Aber das Bett war halt nicht so bequem. So vom Aussehen her ja. Nein. Also das Bad war modern und alles. Oh. Für dich zählt nur das Bett, ne? Nein, nicht nur. Sondern? Auch von dem, wie laut das war, ist, ich fand es sehr laut dort. Also durch die Tür vom Zimmer zum Flur. Genau, das also Bett war ultra laut. Ja, und das Bett war übelst unbequem und das Kissen war scheiße. Es war ultra warm, ultra trocken. Na, wir haben halt irgendwie einen Sinn gekriegt, dieses Klimaanlagen, Fenstersystem dazu verstehen und zu bedienen. Irgendwas war da kaputt. Wir haben sogar die Bedienungsanleitung von der Klimaanlage im Internet gesucht. So. Deswegen wollen wir beim nächsten Mal in eine andere Unterkunft, aber jetzt im Winter gab es halt keine Auswahl. Ja, es war jetzt nicht Katastrophe, aber nehmt euch einfach euer eigenes Kissen mit, wenn ihr in dieses Borg-Hotel geht. Das Essen fand ich richtig gut, also das Frühstücksbuffet und auch also für Abendessen gab es ja nur das eine Restaurant in diesem Feriendorf, was offen hatte. Da haben wir aber, glaube ich, schon gesagt, dass das cool war. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Also wir kommen auf jeden Fall immer wieder, auch wenn es tatsächlich für uns also 500 Kilometer schon entfernt ist. Und deswegen lohnt sich das für uns auch nur, wenn man zwei Nächte übernachtet, damit man da dazwischen den kompletten Tag hat. Und halt, also wir sind jetzt an dem ersten Tag sehr früh losgefahren. Ich weiß nicht, ob wir das beim nächsten Mal dann einfach ein bisschen später halt losfahren. War das jetzt die Hälfte, was ungefähr offen war? Oder meinst du es, also man hat ja gesehen, wie viel ausgegraut war. Also ich weiß halt nicht, ob man im Sommer halt doppelt so lang braucht. Ich kann das halt schlecht einschätzen, aber ich denke mal, dass man auf jeden Fall... Hast du mehr zu fahren? Diese ganzen Geschäfte, die zu fahren sind, fand ich, es waren viele Geschäfte, die einfach zu fahren waren. Diese ganzen anderen Sachen, was jetzt so diese Fahrgeschäfte waren und so, war ja alles offen. Ja. So war halt nur zum Beispiel auch mit diesem Verkehrs... Stimmt, da gibt es so eine Kinderfahrschule und so, richtig cool. Also es gibt echt noch super coole Sachen für den Sommer so. Deswegen haben wir gesagt, und machen wir das nochmal. Ja, das konntet ihr fahren, das war ja drin. Das war wie so ein 4D-Kino oder sowas, wo man dann irgendwas machen wir musste. Sogar Schurken mit unseren Bällen abwerfen. Ja, also zusammenfassend war es auf jeden Fall richtig cool und ich fand es auch jetzt schön, dass wir das mal in nicht so überlaufen erlebt haben. Weil sonst wäre, glaube ich, also wenn das so richtig voll gewesen wäre, dann wäre der Eindruck halt, glaube ich, schlechter gewesen, weil auch jetzt haben mich manchmal schon die Leute gestört, die halt einfach mit da waren, so, weil da halt einfach Leute waren. Und zum Beispiel mit diesem Zug, der da drin fährt, sind wir einfach nicht gefahren, weil die Schlange immer ewig lang war. Also da war ein Ansturm heftig. Mami, ich hab's geschafft. Sehr gut. Da hätten wir uns früh, glaube ich, da als erstes versuchen müssen. Ja, aber dafür waren wir bei einem Fahrgeschäft. Da sind wir, also der Park hatte um 11 aufgemacht und wir sind, also 5 vor 11 durfte man auch schon rein. Und dann waren wir so 1 oder 2 vor 11 standen wir dann schon direkt da in dieser Schlange von dem Fahrgeschäft und waren halt auch die Ersten und dann konnten wir da direkt durchdüsen. Also das hätten wir mit diesem Zug auch so machen sollen. Aber so nötig fand ich das jetzt nicht. Es ist halt so eine Rundfahrt durch den Park. Genau. Auf jeden Fall war es mit dem Video. Ich habe
habe gar keine Ahnung. Ich bin völlig raus mit der Videoplanung. Ich glaube, die letzten Videos waren von unserem Umzug. Schaut da gerne noch vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.